Natürlich war es wieder genau verdreht. So, wie Wie sich das immer. gehört, ja. Bei ne 8, ich glaube 8 reichen schon. Jo, reicht. Gut, dann können wir jetzt ein bisschen was Stahl erzeugen. Haben wir genug Kohle? Lilypads wären auch mal was. Haben wir zufällig welche da, außer die eine, die da unten rumschwebt? Nö. Ich glaube, die sind auch an Tag X verloren gegangen, ne? Ja. Schön. Tag X. Den hast du so genannt, also. Ja, ich weiß. Welche Richtung gab es jetzt nochmal was? Da war das Schneegebiet. Ach, da hinten gibt es ewig lang nur weitere Plained Biomes. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, im Südosten müsste es halbwegs bald einen Sumpf geben. Ich habe ja recht schnell Portal Gun. Du hast recht schnell Portal Gun, ja. Durchaus, durchaus. Ja, zumindest zurück will ich nochmal kommen können. Gut. Das heißt, es kann sich nur noch um Minuten handeln, bis wir denn unsere Liquid Fueled Firebox haben. Ich habe gedacht, man könnte Lilypads irgendwie craften. Das geht tatsächlich mit UU. Wow. Ja, einfach nur wow. Ich habe irgendwie gehofft, die könnte man sich auch irgendwie so austauschen, aber nö. Gunpowder, Blazepowder und Kohle. Mhm. Vertraue ich jetzt gerade auf dich, dass in die Richtung wirklich was ist, ne? Naja. Just saying. Mhm. Es ist mehr Süden als Osten. Du läufst gerade ziemlich genau Richtung Osten. Weil du es ja so gesagt hast. Ich hab gesagt Südosten. Ich hab nur Osten verstanden. Achso. Okay. Dann laufe ich jetzt wieder so ein bisschen mehr in Richtung Süden. Hm. Ich bin schon beim Dorf, also irgendwo hier dann wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Schwefel. Rede nicht mit mir, ist mir auch recht. Ja, ein bisschen was weiter hinterm Dorf. Haben wir noch so 300, 400 Blöcke. Südosten. Und Creeper-Staub habe ich keinen mehr, natürlich nicht. Sollte ich auch. Diesen Kürbis, ja? Aber naja. Ein riesiges Ölvorkommen. Hätten wir eigentlich auch mal benutzen können. Ist auch egal jetzt. Können wir immer noch irgendwann tun. Hm, stimmt. So, gut, Fire Charges. Da ich nicht weiß, ob ich eher nach Süden oder nach Osten rennen soll. Ich kann es auch nicht mehr sagen, ich sehe dich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich hier im Umkreis leider nichts Sumpfiges sehe. Sondern nur noch mehr Plains. Hm. Wohl da vielleicht? Ist das Plains? Ist das Sumpf? Ist das... Ist es Hoffnung? Mhm. Ist es ein Flugzeug? Es ist Kartoffel. Schön, dich selbst als Person zu beschreiben, ne? Ich Kartoffel? Nee, eigentlich eher Souvenir.
laufe ich mal der untergehenden Sonne entgegen. Das schlägt auch irgendwas gerade wieder ein. Hier schlägt gerade irgendwas ein. Genau, Markus schlägt ein. Mit seinen Pfeilen. Ach so. Die durch. Wo rein? Darf ich da auch reinschlagen? Durch ins Portal schlägt er sie rein. Weiß nicht, er sagt nichts mehr. Mal wieder. Ja. Keine Ahnung. Nonsens. Irgendwas machen halt. Könntest du dieses Irgendwas nicht eventuell auch in irgendetwas Produktives fassen? Möglicherweise. Sag doch einfach gleich nein. Ja, wirklich logisch denken kann ich nicht mehr. Mehr? Ja, ist jetzt... Es ist schwierig in letzter Zeit. Also da in die Richtung scheinen auf jeden Fall keine Lily Pads zu sein. Nicht, okay. Ich war mir jetzt relativ sicher, dass da noch welche sind. Die Öfen, die brauchen wir gar nicht mehr. Die bleiben da. Nein, bleiben sie nicht, die brauche ich jetzt. Für? Für Liquid Fueled Fireboxes, wir haben dafür Steinöfen benötigt. Für flüssig gefüllte? Ja. Hinterfrage es einfach nicht. Es ist halt so, man baut Steinöfen für Verbrennungsmotoren. Feuerdosen. Feuerdosen, ja, gut, so kann man es auch sagen. Natürlich. Und der Stahl braucht Ewigkeiten. Wofür? Um aufzukochen. Achso, Stahl, ja. Hm. Was hast du jetzt gehört? Strahl. Achso. Strahl, Wal, was? Jetzt habe ich das nicht verstanden. Ein Wal. Haben wir noch ein Liquiduct? Bezweifle ich. Aber wir haben das Glas dazu. Wir haben noch ein Liquiduct, exakt eins. Wow. Dann können wir jetzt dieses exakt eine nochmal davor setzen. Ja, wir haben aber Glas dazu und dann brauchst du nur noch Copper. Wie gesagt, da ist hier oben in der Dings drin, ne? Ja, ich bin schon auf dem Weg, ja. Ein Liquidukt, weil es keine Aquädukte mehr gibt, weil Aquädukte old-fashioned sind und auch ganz anders aussahen, aus irgendeinem unbekannten Grund. Es ist einfach unpraktisch, große Brücken über Schluchten hier in ein Haus reinzubauen. Ja, doch, stimmt. Läuft die Dampfmaschine noch? Ja. Sollten wir trotzdem pennen gehen? Ne, ich brauche nur gerade noch einen Schalter. Ich brauche Lilypads, ansonsten kann ich nicht gescheit anfangen, weil ansonsten mir die Golems meine eigene Farm zertreten. Hey. Ist so. Achso, weil die hüpfen. Ja, die springen ins Wasser, hüpfen raus und machen die Farm kaputt. Das ist natürlich doof. Ich brauche 4 von denen. Das Problem ist, ganz am Anfang hatte ich eine weite Reise angetreten und war in so einem Biom. Du erinnerst dich vielleicht. Einfach mitten in der Nacht nochmal Richtung Westen aufbrechen. Es sind einige Villager, die da rausfliegen wegen dem Überdruck. Ja, ja. Gut, ich meine, Villager verhalten sich wie Gas, sie sind auch ungefähr so intelligent. Ist doch wahr. Ich meine. Ja, das muss ich sagen, das ist einer von den leider viel zu selten bei dir erscheinenden recht guten Wortspielwitzen. Nett. So, was dürfte man. Was macht ein Stormcraft Villager so weit draußen im Ozean? Er ist gestrandet. Seiten verkaufen, natürlich. Ja klar, ich meine, Fische wollen auch was zu lesen haben. Denke ich mal. Ich schätze mal nach diesen Lost Fragments suchen.
Warum? Na, in Thaumcraft gibt's doch diese Lost Fragments da. Ja. Ja, und? Sind ja verloren. Aha. Ja. Hä? Siehst ja, funktioniert nichts mehr halt. Nein, ich verstehe doch nicht. Ich meine, klar, es sind Lost Fragments, also sind sie verloren. Und woran war jetzt denn deine Aussage? Erkläre dich bitte. Kein Bock, mich andauernd erklären zu müssen. Mir fällt gerade auf, ich hab den Hatmod gar nicht mehr drauf. Nein! Also wirklich jede Aufnahme ist jetzt anders ausgelegt. Erst habe ich die Balken unten links, dann langsam, jetzt ist es alles das ganze Diesel-Vanilla-Kram. Vor allem, das merke ich erst jetzt. Also, da sieht man, wie sehr ich in mein Leben und meine Gesundheit und so weiter achte. In real life natürlich. Das auch, ja. Nee, ausschließlich. Wo seid denn ihr beide überhaupt? Wie bereits gesagt, ich schwimme gen Westen. Gen Westen, mhm. Wolltest du nicht irgendwie schlafen gehen oder so? West, life is peaceful. Bitte. Was? Bitte aufhören, oder? Nein, nicht unbedingt. Oh, okay. Es war nur einfach nur, weil ich gerade seine Frage eigentlich beantworten wollte. Ich habe aufgegeben, schlafen zu wollen. Ach, gut. Dann brauche ich nicht mehr mitgehen. Ich muss wirklich sagen, ich habe noch gar nicht gesungen, diese Aufnahme. Jetzt schon? Ja. Jetzt legst du gefälligst weiter, damit das Niveau wieder fällt. Nee, das ist schon tief genug. Ich denke, das sollte die Aufnahme unterstreichen. Warum spawnen die ganze Zeit Bats bei uns? Ich weiß es nicht. Definiere bei uns. In der Quarry? Oder? Na halt, down in unserem Haus sind down Bats. Ja, weil die hier durchgekommen sind. Ja, weil alle töten. Exterminieren. Erwähnte ich eigentlich bereits, wie sehr ich es hasse, dass die bei Minecraft eingebaut haben, dass die Ozeane wirklich endlos riesig sind? Ja. Ich meine, früher hat man von Ozean zu Ozean manchmal schon ewig gebraucht, aber mittlerweile? Ja, es soll ja alles realistischer wirken. Eine Insel. Wo denn? Mitten im Meer. Mit zwei Bergen? Und eine Eisenbahn, ja. Ah, hast du doch geschnallt. Schön. Naja. Ja, das war aber erst ab den Bergen jetzt auch wirklich da, ne? Mhm. Also so. Ah, das ist so eine große Dschungelinsel. Aber im Dschungel sind, glaube ich, keine Lilypads, ne? Doch, selten, aber schon hin und wieder mal. Und das ist schön, so ein tropischer Dschungel direkt neben einem Glacier-Biom. Ja, klar, so gehört sich das. Wo wir gerade von realistisch gesprochen haben. Oder ist das Glacier? Mal nachschauen. Alpin. Naja, auch okay. Hast du hier gerade den Cobblestone weggemacht? Ja. Ich meinte Markus. War mir klar. Ja. Warum das? Warum das? Weil das ein Holzboden ist und kein Holzcobblestone, oder nicht? Halt Holzcobblestone. Holzcobblestone, ja, petrifiziertes Holz. Backboard. Petrifiziert. Petrified. Sag mal, was hat Peter damit schon wieder zu tun? Irgendwie fliegt alles durch die Gegend. Der Regen rauscht und Creeper steht auf dem Fließband. Und wird langsam abgeschmirgelt. Schön. Abgeschmirgelt? Ja, ich meine, er steht auf dem Fließband, hat den Kopf an der Decke hängen, beziehungsweise an so einem komischen Kopf, so ein Zapfen, der darunter hängt. Und das Fließband läuft unter seinen Füßen weiter. Mal rein logisch gesehen, die Fließbänder sind jetzt wirklich glatt, sondern so noch klebrig wie ein Gummi. Der wird schon relativ weit abgeschmirgelt werden, ja?